Meine zentrale Motivation ist die Bekämpfung des Klimawandels. Dass tatsächlich auch alle Menschen auf unserem Planeten notwendig erachten, dass die Energiewende kommt. Wenn man jetzt eben dem Klimawandel irgendwie entgegenwirken muss. Vieles derzeit so langsam abläuft, wir wichtige Jahre verlieren. Langfristig müssen wir eine negative CO2-Bilanz haben. Und dazu müssen wir uns alle anstrengen. Hallo. Ich bin David. Ich bin Mara. Ich bin Kai. Ich bin Rabea. Ich bin Sven. Wir sind Greenventory. Zur größten Frage gehört für mich der Klimawandel. Und um diesem begegnen zu können, brauchen wir neue Methoden, um unsere Energiesysteme in der Zukunft zu planen. Unsere Kunden, die Leute, deren Tagesgeschäft es ist, die Energiewende zu planen, zu gestalten, voranzubringen. Das sind vor allem Planer und Entscheidungsträger, die in Städten sitzen, bei Energieversorgern und Netzbetreibern. Das Problem unserer Kunden ist, es gibt einen steigenden gesellschaftlichen Druck zu handeln, es gibt eine steigende Arbeitsbelastung. Die Planungsaufgabe und die Ansprüche an die Planung steigen durch neue Technologien wie Elektroautos, Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen. Das macht den ganzen Prozess total aufwendig und auch schwierig. Greenventory ist die Software-as-a-Service-Lösung für den Energiesektor. Unterstützt seine Kunden bei der Planung der zukünftigen Energiesysteme, indem wir eine Webplattform bereitstellen, mithilfe derer verschiedene Daten einbezogen und analysiert werden können. Mit einer Software, die macht erstmal ein digitales Abbild vom Energiesystem, Gebäudeschaff, ganz detailliert, Verbrauch, Erzeugung, Potenziale und hilft dann ganz gezielt bei der Entscheidungsunterstützung, technologische Optionen zu bewerten bis hin zu fertigen Konzepten. Wir ermöglichen ein dezentrales, erneuerbares Energiesystem in zwei Punkten. Zum einen ermöglichen wir es eben technischen Planern, anspruchsvollere Lösungen in der kürzeren Zeit. Und zum anderen zeigen wir eben auch Potenziale auf und wir machen die Energiemöglichkeiten transparent und erzeugen so einen Handlungsdruck. Weil wenn man mal weiß, was möglich ist und wie einfach das eigentlich geht, dann braucht man natürlich auch gute Gründe, es nicht zu machen. Ganz einfach gesagt ist unser Ziel, so das Google Maps der Energie zu werden. Alle Menschen, die in der Energiewelt was bewegen wollen, zur richtigen Zeit mit den richtigen Daten und den richtigen Software-Tools versorgt sind, um eben diese Entscheidung bestmöglich zu treffen und so den maximalen Impact zu haben. Es reizt mich vor allem, dass wir eine sehr große und schwierige Aufgabe zu lösen haben. Ein Bereich, wo ich irgendwie auch unsere Gesellschaft voranbringen kann. Wir haben ein tolles, talentiertes Team, eine tolle Technologie, alle Zutaten auf dem Tisch, mit der man wirklich was umsetzen kann und das ist ein unglaublich großer Ansporn. Das Preisgeld wird uns die Möglichkeit eröffnen, Leuchtturmprojekte durchzuführen, die einen großen Wert für die Gesellschaft haben. Wir wollen das Solarpotenzial für alle Schulen auf der Welt gebäudescharf ausrechnen. So können die Schüler vor Ort auch sehen, was bei ihnen eigentlich möglich ist. Und mit diesen Informationen bewaffnet auch bei ihrer Schulleitung ein bisschen was bewirken. You can make it matter. Tschüss. Ciao.